Leute, ich grüße euch. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Super Smash Bros. Ultimate. Leute, ich kann's nicht fassen. Super Smash, dieses Spiel, es ist so geil. Ihr wisst es, dass ich es liebe. Ich weiß, dass ich es immer noch liebe und ich weiß nicht, wovon ich rede. Keine Ahnung, gucken wir jetzt mal ins Kampfbuch mal kurz und ja, ihr könnt schon sehen, hier 151 Stunden, ich bin eh verrückt. Das geht noch mehr, das wird noch steigen, Leute. So viel kann ich euch versprechen. So, Leute. Also am Anfang, diesen Part habe ich schon mal aufgenommen. Allerdings gibt es da so ein bisschen Probleme, Blödsinn. Wisst ihr, ich komme nicht zugange mit Windows 10 und das blockiert irgendwie mein Mikrofon und drosselt das so ein bisschen ganz komisch. Also muss ich diesen Part jetzt erneut aufnehmen. Dementsprechend, traurig irgendwie, aber mir eigentlich finde ich nicht so schlimm, denn ich kann dadurch nochmal Smash spielen und Smash ist cool. Leute, worum geht's heute? Ganz einfach. Wir gehen zuerst in den Trainingsmodus und dann wird euch gleich was auffallen. Moment, welche Map nehmen wir denn? Diese Lässig oder diese hier? Achso, ich wollte eigentlich eine gescheite Musik reintun. Komm, gehen wir nochmal zurück. Das geht ja nicht, wir brauchen schon gescheite Musik hier. Also, X drücken, ja, was haben wir hier? Haben wir nichts gescheit? Na komm, nehmen wir das hier. Yoshi's New Island, auch wenn das 3DS-Spiel jetzt nicht der Hit war, aber ja, wurscht. Leute, fällt euch in der untersten Reihe was auf? Tut es das? Seht ihr das Ding hier? Was ist das? Es ist die Piranha-Pflanze! Die Piranha-Pflanze! Leute, die Piranha-Pflanze ist erschienen! Jetzt ist sie endlich draußen! Die Piranha-Pflanze war sozusagen der Vorbestellbonus für Super Smash Bros. Ultimate. Was heißt Vorbestellbonus? Frühkäuferbonus. Alle, die das Spiel bis Ende Januar gekauft hatten, bekamen diese Piranha-Pflanze gratis. Alle bis auf Eliano. Eine Runde Mitleid für Eliano. Er bekam sie nicht. Voll traurig irgendwie. Alle anderen können sie jetzt kaufen im eShop. Ich glaube 5 Euro kostet sie. Heute werden wir uns diese Piranha-Pflanze mal näher anschauen. Leute, die Piranha-Pflanze, was ist denn das wieder mal für ein Charakter? Das ist wieder mal so ein Charakter, wo man sich nie hätte vorstellen können, dass das ein spielbarer Kämpfer ist. Das ist wieder so eine richtige Überraschung. Der gute Sakurai hat es uns wieder mal gezeigt. Ich meine, schon früher in den alten Smash-Teilen gab es so Charaktere. Im ersten Smash-Teil natürlich Pummelluft, dann in Melee, sowas wie Mr. Game & Watch, in Brawl und überall. Zum Beispiel die Fit-Trainerin, das Duckhand-Duo. Es gab schon immer so What-the-fuck-Charaktere, wo man sich nie erträumen hätte können, dass die spielbar sind, Charaktere. Aber Sakurai hat es geschafft. Sakurai hat es auch bei der Piranha-Pflanze geschafft. Wir werden sie uns heute anschauen, Leute. So will ich es hier. Jetzt hier mal die verschiedenen Farben. Lästig, oder? Nehmen wir mal Standard. Piranha-Pflanze! Leute, es freut mich. Es macht so viel Spaß, mit dieser blöden Pflanze zu spielen. Ich sag's euch und wir sehen uns an. Guckt euch mal an, wie bescheuert. Piranha-Pflanze. Kann man mal hier ein bisschen hinzoomen. Piranha-Pflanzen-Hype! Leute. So, jetzt aber was. Guckt euch das Vieh genau an. Es ist so cool. Oh, wie es läuft, Mann. Es ist so genial. Okay. So sieht's aus, wenn sie's bückt. Also, wenn es in die Hocke geht, die Pflanze. Zieht sie's richtig ein. Das ist sehr cool. Yo, Mann. So. Springen kann's auch. Rennen kann's auch. Guckt mal unten beim Blumentopf hin. Moment, ich zoome wieder hin. Es hat tatsächlich kleine Füßlein. Guckt mal. Seht ihr das Grüne da unten? Ist das nicht cool? Oh, ich habe so viel Freude mit diesem Charakter. So, Leute, wir wollen uns jetzt natürlich die Moves anschauen. Jetzt machen wir mal diese Combo-Anzeige da aus. Wie geht das? Da rechts, wie geht das? Moment mal. Aus, verbergen, anzeigen, ausblenden, genau.
So. Also. Machen wir zuerst mal. Servus. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an, Leute. Ich bin nervös. So, die normalen Smash-Attacking-Smash-Seite. Da bekommt sie so Stacheln. Erinnert an die Pflanze aus Super Mario Galaxy. Könnt ihr euch erinnern? Macht 31, fast 32 Schaden, wenn es aufgeladen ist. Lässig. So. Die unten Smash-Attacke geht so. Ein bisschen hier mit dem Blumentopf Schaden anrichten. Das Gute an dieser Attacke ist, sie macht beidseitig Schaden. Nach rechts. Komm, Lucina. Nicht sterben. Komm, sei nicht so nervös. Und auch nach links. Und auch nach links. So. Sehr gut. Die Oben-Attacke, normaler Bissangriff. Sehr cool. So, jetzt schauen wir uns so ein bisschen die Air, das ist Neutral Air hier. Lässig. So, hier. Die nach hinten Air-Attacke, hinten Air, macht sogar einen kleinen Feuerangriff, das ist lässig. Guck mal. Kriegen wir es hin? Jawohl! So, die oben Air-Attacke. Ganz normaler Hieb, Schlag hier. Kopfnuss. Die unten eher. Geht so. Das Meteor-Effekt. Mal gucken. Oh, shitty. Kann gut sein. Aber ja. So. Die nach vorne eher. Geht so. Und Kick wieder mit dem Blumentopf. Lässig. Jetzt schauen wir uns die Grabs an. So wird gegrabt. So wird geschlagen während dem Grabben. Komm mal her, Lucina. Ein bisschen beißen. So. Vorwärts-Throw geht so. Mit dem Kopf weggestoßen. Wurf zurück geht so. Wurf hoch geht so. Und Wurf unten geht so. Lässig, oder? So, Leute, jetzt wird's langsam spannend. Jetzt gucken wir uns so ein bisschen diese Spezialattacken an. Ah, komm, Lucina. Also, normaler Special ist das hier. What the fuck, werdet ihr euch jetzt fragen, was ist das? So eine Stachelkugel? Was zum Teufel? Solange ich den Knopf gedrückt halte, wird diese Stachelkugel fliegen, wenn ich loslasse. Dann schluckt die Piranha-Pflanze diese Kugel einfach wieder. So. Das ist natürlich vor allem sehr gut, wenn oben ein Gegner ist. Dann ist das sehr, sehr effektiv. So. Jetzt kommt aber der Clou an dieser Attacke, Leute. Guckt. Sorry, Shy Guy da oben. Guckt euch das nämlich an. Diese Kugel, die hat immer verschiedene Höhen. Die kommt einmal hoch, dann wieder runter, einmal hoch und wieder runter. Und was bringt uns das? Ganz einfach. Man kann diese Kugel auch zur Seite werfen. Und je nachdem... Jetzt geh mal weg da! Geh weg! Je nachdem, wo der Gegner gerade ist, oder je nachdem, wo die Kugel gerade ist, fliegt diese Kugel auch weiter. Ist diese Kugel unten, wird sie weiter fliegen. Mensch, ihr scheiß Scheigeist, jetzt leckt mich nicht ab. Guckt euch das an. Wie weit dieses Ding fliegt. Und wenn es oben ist, dann fliegt es nicht ganz so weit. Das ist eine sehr effektive Attacke. Wenn, wenn der Gegner zurück zur Stage kommen will, kann man das ein bisschen unterbinden. Geh mal weg, Lucina. Man kann dann einfach hier... So, jetzt ist es effektiver, wenn ich den... Guckt euch das an. Guckt euch das an. Es geht doch wie geschmiert, oder? Also so kann man tatsächlich Rettungsaktionen von Gegnern so ein bisschen unterbinden. Ich bin nicht sehr geübt mit dieser Piranha-Pflanze. Noch nicht zumindest. Leute, dementsprechend seht mir ein bisschen nach, bitte. Wenn ich hier ein bisschen Scheiße baue. Aber ich gebe mein Bestes. So. Jetzt natürlich wieder die... Zack! Yeah. Das ist der normale Special. Ganz lästig. Jetzt machen wir Smash
seitwärts. Was ist das hier? Was ist denn jetzt passiert? Diese Pflanze wurde kurz mal gelb. Aha. Eine Giftwolke. Wenn ihr Smash seitwärts einsetzt, dann lädt sich diese Pflanze auf und kann dann eine Giftwolke einsetzen. Und diese sieht so aus. Sie macht kontinuierlich Schaden. Hier, habt ihr das gerade gesehen, wie viel Schaden dieses Ding macht? Hoho, absoluter Wahnsinn, oder? So kann man natürlich auch verschiedene Kombos machen. Also der Gegner kann sich rühren, bewegen, während er in dieser Wolke gefangen ist. So kann man zum Beispiel den... Geht das? Muss ich gerade selber schauen. Kann man hier ganz tolle Kombos machen. Und vor allem dann in Stages, wo dann die Plattformen klein sind, in so Metroid-Stages. Ist das dann ganz cool. Man kann es hier auch in der Luft machen. Das ist echt eine sehr coole Attacke. So, der Rettungsmove. Geht mal weg, ihr blöden Scheigeis. Ist ganz cool und sehr effektiv. So ein Propellerangriff. Guckt euch das an. Wie gut man sich damit retten kann. Das ist echt sehr effektiv, Mann. Wie ein Helikopter. Und dieser Helikopter, der macht sogar Schaden. Ich beweise es euch. Zack. Sehr lässig, sehr effektiv und sehr cool. Kann man auch beliebig so ein bisschen ändern, die Richtung. Guckt euch das an. Gut zum Angriffen. Zum Angreifen kann man das verwenden. So. Oben die Kumpel. Jetzt fehlt uns noch eine Special Attacke, und zwar die Special unten. Das ist das hier. Guckt euch das an. Die Pflanze zieht sich in ihren Blumentopf zurück und greift dann hoch mit einer ziemlich hohen Reichweite. Je länger ihr den Knopf gedrückt haltet, desto weiter wird sich die Pflanze ausziehen. Also das hat verschiedene Ranges. Verschiedene Reichweiten. Je nachdem, wie lange ihr diesen Knopf gedrückt haltet. Jetzt machen wir hier nochmal kurz die Kamera anders hier. Fixiert, dann seht ihr auch, wie hoch das tatsächlich werden kann. Das ist echt krass. Was für eine Reichweite das Ding ist. So, jetzt kommt natürlich noch ein Clou bei diesem Angriff. Und zwar kann sich die Pflanze während diesem Angriff bewegen. Also, guckt euch das an. Seht ihr das? Also, der Blumentopf kann sich bewegen, während man diesen Angriff macht. Er kann zur Seite neigen. Das ist echt ziemlich cool. Auch in der Luft natürlich. Das ist sehr cool. Sehr cooler Angriff. Bam! Ihr seht schon, was für ein cooler Charakter die Piranha-Pflanze ist. Das ist echt wieder sehr nice. Jetzt wollen wir natürlich noch den Ultra Smash sehen. Guckt euch das an. Und jetzt, Leute, wo sind die Brawl-Fans? Wo sind die Brawl-Fans? So. Es ist Mutant-Tyrannia von Brawl, sogar mit beiden Käfigen. Die Pflanze fängt seine Gegner ein. In den Käfig. Macht dann Feueratem und schleudert sie dann weg. Bam. Bis zu zwei Gegner lassen sich einfangen. Moment mal. Das zeige ich euch auch rasch. Zurück. Computergegner. So. In diesen Käfigen. Und währenddessen kann ich mich bewegen und Gegner auch in die Käfige reinschubsen. Guckt euch das an. Wie lässig. Es ist echt ein sehr cooler Ultra-Smash. Leute, was sagt ihr zu den Moves von dieser Piranha-Pflanze? Was sagt ihr zur Piranha-Pflanze an sich? Es ist echt sehr nice, was aus ihr gemacht wurde. Jetzt sind wir hier Techniken. Hier könnt ihr euch das Ganze nochmal schriftlich nachlesen, wenn ihr das wollt. Drückt einfach auf Pause. Lässig, oder? So, Leute, so viel mal zu den Standard-Moves der Piranha-Pflanze. Achtet mal jetzt bitte auf den Blumentopf von der Piranha-Pflanze. Achtet mal auf den Topf. Was fällt euch ein? Auf, es ist ein Blumentopf. Ganz normaler Blumentopf, oder? Oh, lässig. So, das wird jetzt nachher noch wichtig.
Jetzt werden wir nämlich, du wirst das gleich sehen, Freunde, den Classic-Modus mit der Piranha-Pflanze machen. Ursprünglich habe ich das blind gemacht, aber ich habe ja gesagt, ich musste den Part nochmal aufnehmen. Dementsprechend kenne ich den Classic-Modus von der Piranha-Pflanze jetzt schon. Aber ich denke, das macht jetzt nichts. Ist ja wurscht. Hört euch das an. Piranha-Pflanze! Jeder Classic-Modus ist ja so eine eigene kleine Kampagne, wenn man so will. Hat eine eigene kleine Story. Das ist fast schon zu viel gesagt. Hat eine eigene kleine Route. Die Route der Piranha-Pflanze heißt, ein Blümchen zeigt Zähne. So, wir werden jetzt diese Farbe hier nehmen. Grüne Farbe. So, wie gesagt, ich bin jetzt nicht geübt mit dieser Piranha-Pflanze. Sie ist auch noch ganz neu, der Charakter. Dementsprechend werde ich vielleicht failen. Es tut mir leid, aber wir werden schauen, was sich machen lässt. Ein Blümchen zeigt Zähne. Der erste Gegner ist der Inkling. So. Jetzt, Leute. Ich habe euch gesagt, ihr sollt auf den Blumentopf achten. Jetzt habe ich eine andere Farbe. Guckt euch das an. Es ist jetzt kein Blumentopf mehr. Es ist so eine Metallröhre, wie man sie aus den Mario-Spielen kennt. Sogar diese Einkerbung da unten auf dem Boden ist weg. Es ist echt ein sehr cooles Detail. Manche Farbpaletten von dieser Pflanze haben Blumentöpfe unten und manche Röhren. Sehr cool, oder? So, jetzt müssen wir die Inklinge hier... Aua, kaputt machen. So. Schauen wir uns das Ganze mal an. Aua. Oh, oh. Zum Glück ein guter Rettungsmove. Alter, stelle ich mich scheiße an, oder? Wo bin ich? Hier links. Kann das sein? Wieso habe ich so viele Prozent eigentlich? Bin ich echt so scheiße? Ich bin echt so scheiße. Alter, ist das peinlich. Alter, ist das peinlich. Shit, und ich will ein Smash-Spieler sein? Alter. Ich bin so scheiße, Mann. Oh, shit, Mann. Es war peinlich. Vielleicht sollte ich das besser rausschneiden. Nee, Leute. Dann nehmen wir jetzt eine andere Farbe. Was ist jetzt hier für eine Farbe? Immer diese hier. Es lag an der Farbe, Leute. Nee, ich war natürlich halbwegs unkonzentriert, jetzt wenn wir das schon hinkriegen. Alter, was ist das lächerlich, Leute. Inkling! So, jetzt ist es eine schwarze Röhre. Zack, so wird's gemacht, Freunde. Bam. Einfach raus, Arschtritt, zack. Hier, Kugelwilli. Wieder zwei weg, einer lebt noch, den machen wir auch hin. Guckt euch das an, wie flott das zu gehen hat. Das ist lässig. So, wer ist der nächste Gegner? Extra Klasse sogar, guck mal. Der nächste Gegner ist Ridley und die dunkle Samus. Hier zum Beispiel auf diesen engen Plattformen eignet sich dieser Special sehr gut, denn vor allem wenn dann die Lava steigt, dann sind das wirklich enge Plattformen, wo die Leute ja rauf müssen. Dann sind sie dieser Attacke im Prinzip schutzlos. Fucking! Ich dachte schon, da kommen nur Bomben raus. Ausgeliefert. Komm her, dunkle Samus. Oh oh. Ende. Na gut. Los, mal gelten, Herst, oder? Würde ich auch sagen, Freunde. Der nächste Gegner. Wer ist der nächste Gegner? Ein Blümchen zeigt Zähne. Simon und Richter. Oder Richter. Castlevania Gang, Freunde. Glaubt es oder glaubt es nicht? Guckt euch das an. 29 Schaden hat der gute Richter schon. Nach dieser geile Attacke und hin ist er auch schon. Glaubst du es oder glaubst du es nicht? Hier, die Uhr noch einsetzen. Jawohl. Lol. Habt ihr diese wunderbare Combo jetzt gesehen? Es ist absolut klasse. Es ist absolut klasse.
Extra Klasse sogar! Yeah, nächster Gegner bitte. Es ist King K. Rool und Chrom. Und die geilste Musik aller Zeiten natürlich. Klopfen wir beide zusammen, oder? Die Jungs. Oh oh. Oh, ist das King K. Rool rausgefallen? Wie sieht die Piranha-Pflanze aus, wenn sie schwimmt? Sehr cool. Lästig irgendwie. Da, 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 da. Guck mal, ich hab King K. Rools Krone, Mann. Wer ist jetzt der neue König? Jawohl, take that. Und hier, dank meiner Stachelkugel, wurde Chrom auch ist ausbefördert. Jawohl. Extraklasse schon wieder. Lässig. Unser nächster Gegner ist Melinda und Daisy. Beide wollten sie Blumen pflücken gehen und stoßen dabei auf die Piranha-Pflanze. Ah. Also Leute, wer von euch hätte sich das je träumen lassen können, dass eine Piranha-Pflanze in Smash spielbar ist. Das ist wirklich wieder mal, wie ich schon sage, so ein Charakter, wo man sich echt denkt, was? Aber dann, wenn man ihn tatsächlich spielt, dieser Charakter, er fühlt sich so different an, er fühlt sich so anders an wie die anderen Charaktere, er fügt sich so gut ein in diese Charakterwahl. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich will diese blöde Pflanze nicht mehr missen. Und jetzt kämpfen wir gegen Fuego und Ken. Es ist wieder mal wirklich Sakurai, der es möglich gemacht hat hier. Ich ziehe meinen Hut, beziehungsweise ich habe gerade keinen Hut an, dann ziehe ich halt meine Haare vor ihm. Habe ich halt eine Glatze, aber das ist mir wert. Guck mal hier, Blümchen mit Biss, der Titel von dieser Pflanze heißt Blümchen mit Biss. Guckt auf den Hintergrund. Ja, yeah, Mann, Pflanze mit Laserknarre, wer hat's gedacht? Oh, da fällt was. Pflänzchen, aber langsam mal aufpassen. Hau ab, sonst bist du hin hier. Hau lieber ab, Pflanze. Langsam bekomme ich schon Move in 1000. Ah! Wo bin ich? Das war knapp jetzt hier. Oh, guck dich das mal an hier! Die Pflanze hat ein Schwänzchen und Öhrchen. Alter! Vorsicht, Obacht, Obacht. Ich bin ja gleich hin hier. Guckt euch das an. Mieser Trick von hier diese Scheinwerfer hier runter zu schmeißen. Aber guckt mal, unsere Piranha-Pflanze hat es geschafft mit ihren süßen Öhrchen und ihrem Schwänzlein hier. Lässig. So, jetzt sind wir schon bei 9,8, Leute. Glaubt es oder glaubt es nicht? Das Bonusspiel! Los, Mann. Ja, Leute, ganz chilliger Part heute, denke ich mir. Wir schauen uns einfach mal einen Charakter an. Die Piranha-Pflanze ganz neu. Die Piranha-Pflanze hat auf jeden Fall einen eigenen Part verdient. Das ist so. Glaubt es oder glaubt es nicht? Oder ist halt so. Macht mir persönlich einfach sehr viel Spaß mit dieser Pflanze zu spielen, weil sie so einzigartig ist. Generell jeder Charakter macht einfach Spaß in diesem wunderbaren Spiel. Ach, auf da! Ah! Yes! Abhauen! Alter! Knapp, knapp! Ah! Hier wusste ich nie, wie man hier reinkommt. Das habe ich dann rausgefunden. So. Knappe Sache. Oh. Ah! Aber unsere Piranha-Pflanze, die schafft das! So Leute, und jetzt, ihr werdet nie glauben, wer hier der Boss ist, hier, in dieser Kampagne. Oh Leute, es ist so geil, es ist wirklich so, so, so geil. Es ist Rathalos aus Monster Hunter! Monster Hunter Fans, wo seid ihr? Rathalos ist in diesem Spiel! Wahnsinn, 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 ich kann es immer noch nicht fassen, dass die Monster Hunter Serie so cool in diesem Spiel vertreten ist. Und da, es ist wirklich so viel Fanservice hier zu Monster Hunter, es ist so geil. Dieser Charakter, dieser Boss, dieser Rathalos,
Der wurde so gut in dieses Spiel eingearbeitet. Das sind die originalen Moves, die dieser Ratalos auch im Spiel hat. Ihr seht, der Ratalos hat mich gerade erwischt mit seinen Klauen und ich bin vergiftet, wie auch in den Monster Hunter Spielen. Und jetzt schwebt er hier so. Es ist so cool. Ich sollte mich konzentrieren und nicht labern, denn sonst wird er mich fertig machen. Ich liebe Monster Hunter, Leute. Und dementsprechend bin ich echt sehr glücklich, dass der Ratalos hier in diesem Spiel tatsächlich einen Auftritt hat und auch noch so einen coolen Auftritt. Es wird, guck mal das an. Es ist eine simple Blitzbombe, Leute. Die nehme ich mal auf. Obacht da hinten. Alter, gefährlich. So, was macht man mit einer simplen Blitzbombe? Man wirft sie dem Ratalos vors Gesicht. Dann ist er nämlich verwirrt. Man kann ihn schwächen. So, Fallgrube, Leute. Wir fangen den Ratalos. Komm, Fallgrube. Zack! Leute, wie ein Monster Hunter. Wie ein Monster Hunter. Es ist so krass. Es ist so geil, wie viel Liebe hier in diesem Charakter steckt, in diesem Boss. Oh, oh. Vorsicht. Alter, knapp. Hier, simple Blitzbombe nochmal. Zack. Und wir haben den Kopf beschädigt, Leute. Wie in Monster Hunter kann man auch den Kopf und den Schweif beschädigen. Von dem Beast. Ihr habt es vielleicht kurz gemerkt. Hier, guck mal, beim Kopf, da fehlen jetzt ein paar Schuppen. Es ist so klasse. Das ist wirklich geil. Jetzt ist er natürlich schon geschwächt. Und er verhält sich wirklich genau gleich wie im Monster Hunter. Alter, sehr effektiv. Feuer ist sehr effektiv gegen Pflanze. Das wissen wir. Was macht er jetzt? Aber wieder diesen Angriff. Vorsicht. Oh. Ah, nein! Ah, Niederlage! So unverdient. Ja, komm mit Gold. Ah, scheiße gelaufen, Leute. Ah, ja. Legt euch nicht mit dem Ratalos an, Mann. Aber jetzt haben wir ihn eh geschafft. Guck mal. LOL! Wieso bekam ich jetzt ein Fass? Achso! Fassbombe! Fassbombe aus Monstern! Das ist klasse! Das ist klasse, Leute! Geil! Klasse, Mann! So viel Liebe hier! Ja, leider nicht ganz ohne Niederlage geschafft. Dementsprechend keine 9,9 für mich. Aber ich denke, ich habe mich relativ gut geschlagen. Gegen den Ratalos kommt eben keiner an. Kann man schon schaffen, Leute. Habe ich auch schon geschafft. So, hier natürlich die Credits. Wieder so ein Schieß-Minispiel wie eigentlich in jedem Smash-Spiel. Lästig, aber wir überspringen das. So, unser Bild sieht so aus. Toon Link. Hat einen Chor mit den Piranha-Pflanzen. Ah, lässig. Ja, Leute, heute dreht sich alles voll und ganz auf die Piranha-Pflanze. Wir können gar nicht genug von dieser blöden Pflanze kriegen. Dementsprechend machen wir jetzt noch was Verrücktes, würde ich sagen, würde ich vorschlagen. Danke, Freunde, danke, danke. Wir wollen ja noch ein bisschen Piranha-Pflanzen-Action haben. Moment, zuerst noch will ich euch die Kirby-Verwandlung von der Piranha-Pflanze zeigen. Das gehört ja auch noch dazu, mehr oder weniger. Auch nämlich ganz lässig. Hier, guckt euch das an. Ist das nicht lässig? Ist das nicht cool? Ist es nicht cool, Leute? Geilste Verwandlung ever, oder? Und natürlich auch diesen Move hat der gute Kirby drauf. Normalen Standard. Guckt euch das an. Lässig, oder? Jawohl. So, wollt ihr die Konversation von Pit auch noch sehen. Müssen wir kurz noch die Map wechseln. Für alle, die das noch nicht wissen, das ist eine versteckte Funktion von diesem Spiel. Wenn ihr diese Welt hier nehmt, Palutena Tempel,
und Pit als Charakter, so könnt ihr ein verstecktes Easter Egg freischalten, und zwar eine Konversation zwischen Pit, Palutena und Viridi, den Kid Icarus Uprising Charakteren, wie sie sich über den Kämpfer unterhalten. Das geht mit jedem Charakter, jeder Charakter hat einen eigenen Text. Man muss dafür einfach ganz Spott unten drücken. Das klappt nicht immer sofort. Ganz schnell Spott unten. Hier, es hat geklappt und jetzt schaut zu. Is that a piranha plant? Not so loud. She'll hear you. Did someone say piranha plant? Oh no. I wrote my thesis on piranha plants. There are just so many species. You got your basic piranha plants, your fire piranha plants, the chewies, nipper plants, nipper spores, munchers, jumping piranhas, wild chewy piranhas, propeller piranhas, navel piranhas, chewies, eggs, hylax, piranha pets, piranha sprouts, frost piranhas, putrid piranhas, proto piranhas, piranha bonds, piranha beans, mom piranhas, small piranhas, blasto piranhas, piranha planets, bungee piranhas, big bungee piranhas, gulls, nipper dandelions, spider piranhas, dino piranhas, fire stalking piranhas, piranha corpse, river piranhas, big piranhas, stalking piranhas, big fire piranhas, prickly piranhas, kiwi piranhas, inky piranhas, gold piranhas, bull piranhas, big bone piranhas, piranha pot, piranha creepers, nipper spore patches, paper fire piranhas, poison piranhas, big poison piranhas, upside down piranhas, kitty piranha, paper kitty piranha, PT piranha. Whoa! I haven't even started with all the minor variations! Enough, Viridi! I never want to hear the word piranha ever again! I guess that means I'm not getting any fighting tips. Thanks, Viridi! Ihr seht schon, diese ganzen... Also wie gesagt, es gibt für jeden Charakter so einen Text, und das ist wirklich immer sehr humorvoll, und Nintendo nimmt sich da auch oft selbst auf die Schippe, werdet ihr feststellen. Das war jetzt auch wieder sehr witzig, echt sehr cool. So Leute, jetzt wollen wir Action sehen, nochmal ein bisschen kämpfen wollen wir jetzt. Wir wollen jetzt nochmal ein bisschen kämpfen, genau. Und jetzt geht's erst richtig ab, Leute, das verspreche ich euch. Wir gehen jetzt hier in den normalen Smash. Sehen, Versuche 1, ja, nehmen wir diese Regel hier. So, was passt gut zur Piranha-Pflanze? Was passt das passt doch gut, oder? Wunderbar. Ferner Planet. So, ich würde vorschlagen, ich bin die Piranha-Pflanze. Der Computer ist die Piranha-Pflanze. Komm, wir bauen noch einen Computer. Aber wer soll dieser Computer bloß sein? Ich denke, die Piranha-Pflanze. Ach komm, noch ein Computer. Und zwar die Piranha-Pflanze. Noch ein Computer. Piranha-Pflanze. Noch ein Computer. Komm, dann nehmen wir mal die Fit-Trainerin. Und noch ein Computer. Die Piranha-Pflanze. Noch ein Computer. Wer wird's sein? Wer wird's sein? Die Piranha-Pflanze. Komm, die Fit-Trainerin, du hast ausgesorgt. Piranha-Pflanze. Leute, seid ihr bereit für einen riesengroßen Piranha-Pflanzen-Smash? Ich schon! Ein Leben, 8 Piranha-Pflanzen. Es wird episch. Ich bin die Rote, Leute. Guckt euch das an, wie bescheuert. Alter, was geht hier ab? Ich check's nicht. Pass auf, da unten, Punktkäfer. Ein Heil-Item, komm. Ich bin hier ganz links, guckt auf mich. Mischi steht hier oben. Mein Heilfeld. Oh, Helfer-Trophäe. Das ist mein Klapp-Trapp. Komm Leute, ich zeig's den Ohrschlöchern. So. Zack. So, während man diesen Special unten einsetzt, kann man auch geschlagen werden, ohne dass der Angriff abbricht. Das ist auch sehr gut zu erwähnen. Wichtig. Also man kann auch getroffen werden vom Gegner. Mit halb, also wenn ganz feste Angriffe kommen, dann wird der Angriff schon abgebrochen. Alter, aufpassen hier auf den Punktkämpfer, das ist gefährlich. Zack, habt ihr es gesehen? Meine Stachelkugel hier. Man kann diesen Angriff auch in der Luft hier einsetzen. Diesen normalen B-Angriff. Dann schwebt die Piranha-Pflanze auch langsamer zu Boden.
So, jetzt Leute, wer ist die wahre Piranha-Pflanze? Ich natürlich. Mein Sieg, Leute. Die Piranha-Pflanze, Leute, Mann. Zweifelt noch jemand an der Piranha-Pflanze? Ich hoffe nicht. So, noch ein Kampf, oder? Komm, das müssen wir uns jetzt geben. Was ist schön weltlich? Was passt gut? Was ist gut? Was ist supi? Oh, es gibt so viele Maps, ich kann mich bis heute noch nicht entscheiden. Das normale Dreamland, oder? Ja, ja. Leute, letzter Kampf für heute. Noch einmal mit der Piranha-Pflanze. Pflanzengang, Leute, tretet meiner Pflanzengang bei. So, Obacht hier. Komm, ich lade hier gleich meinen Angriff auf. Meine Wolke. Oh, ein Pokéball liegt da. Wo bin ich eigentlich? Rex Bizarre ist hier. Oh, shitty. Oh. Jetzt, Mann, ich habe den Baseballschläger. Muss nur noch jemanden erwischen. Ich spamme jetzt hier diesen Angriff, in der Hoffnung, dass jemand in mich reinläuft. Dann ist der nämlich schon weg. BAM! Habt ihr es gesehen, Mann? Feige Technik, aber sehr wirkungsvoll. Zack, nochmal. Mother Brain da oben. Holy shit, die Brain. Ach. Jetzt kann ich wenigstens mal sehen, wie so ein Gehirn aussieht. Ich habe nämlich keins. Aha. Dementsprechend ist das auch sehr lehrreich für mich. Ah, Leute, interessanter Charakter, diese Pflanze, oder? Was sagt ihr? Was sagt ihr denn dazu? Ehrliche Meinung. Habt ihr schon mit dieser Pflanze gespielt? Wie gefällt sie euch? Shitty! Oh, ich bin tot. Ja, gut. Ja, gut. Piranha-Pflanze! Und guckt euch mal an, wie diese Pflanze applaudiert. Das ist absolut cool. Leute! Das soll's aber gewesen sein für heute. Mal wirklich den ganzen Part lang Piranha-Pflanzen-Action. Wir haben uns die Moves angeschaut. Wir haben den Classic-Modus ein bisschen mit dieser Pflanze gespielt. Wir haben noch zwei Kämpfchen gemacht. Es war sehr pflanzig, oder? Cool, oder? Ich hoffe, ich konnte euch diesen Charakter ein bisschen näher bringen. Macht echt Spaß. Macht echt Freude, mit dem zu spielen. Sehr einzigartig. Wie gesagt, sehr, sehr, sehr cool. Ich bin froh über diesen Charakter. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Ich kann euch nur dazu raten, lasst euch nicht pflanzen. Und schon. Happy Gaming, Happy Smashing, Happy und so weiter. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns demnächst.